Der Schutz der Weltmeere und ihre nachhaltige Nutzung ist von heute an Thema auf der zweiten Ozeankonferenz der Vereinten Nationen. UN-Generalsekretär Guterres warnte mit Blick auf die Verschmutzung der Meere vor einem katastrophalen Dominoeffekt. Die Umweltorganisation WWF forderte die Staaten zu einem konsequenten Kurswechsel auf. In Lissabon werden bis zu 5000 Politiker, Experten und Umweltschützer erwartet. Etwa 8 Millionen Tonnen Plastik werden jedes Jahr in die Ozeane gekippt. Die Verschmutzung der Weltmeere wird immer schlimmer, sei es an den Stränden von Mumbai in Indien, im afrikanischen Nigeria oder auch im französischen Mittelmeer. Die Ozeane bedecken 70% der Erdoberfläche und sie beherbergen 80% des Lebens auf unserem Planeten. Eine UN-Konferenz in Lissabon soll den Schutz der Weltmeere voranbringen. Teilnehmer aus 120 Ländern, auch aus Russland, beraten über ein globales Abkommen. Leider haben wir den Ozean als selbstverständlich angesehen. Doch heute stehen wir vor einem Ozeannotstand. Ozeane und die globale Erwärmung sind eng miteinander verbunden. Derzeit steigt der Meeresspiegel laut UN um 3,6 Millimeter pro Jahr, ein Ende nicht in Sicht. Aktivisten der Gruppe Ocean Rebellion fordern mit Aktionen in Lissabon ein Umdenken. Wir müssen endlich handeln, genauso wie bei Covid. Covid hat doch gezeigt, was die Welt alles tun kann, wenn es notwendig ist. Es ist erst die zweite UN-Konferenz, die sich mit dem Schutz der Ozeane befasst. Dabei schreitet die Verschmutzung und Erwärmung der Meere immer weiter fort.